Meine sehr verehrten Damen und Herren, hallo und recht herzlich willkommen zu unserer heutigen Online-Seminarreihe Oculus & Hecht Goes Virtuell. Ich freue mich, dass Sie alle so zahlreich eingeschaltet haben. Mein Name ist Kai Motes und ich bin heute unterwegs mit meiner netten Kollegin, der Frau Vanessa Wahl von Hecht. Ich werde jetzt gerade mal meine Wenigkeit und Frau Wahl vorstellen. Wir beide sind im Prinzip ab jetzt für Oculus & Hecht und Tour zuständig. Wie bereits erwähnt, mein Name ist Kai Motes. Ich bin seit jetzt gut 10 Jahren bei der Firma Oculus im Bereich Applikation und Produktmanagement zuständig. Speziell im Bereich der Topografiesysteme, also sprich den Keratograph 5, Keratograph 4 und auch noch unserem kleinen Bruder des Keratographen, den EasyGraph. Und ich freue mich umso mehr, wenn ich die Kollegen von Freiburg begrüßen kann, heute auch live aus Freiburg zu uns geschaltet. Die Frau Wahl, ebenfalls wie ich, Bachelor of Science Augenoptik. Und ich würde direkt das Wort an die Vanessa übergeben. Vanessa, bist du da? Ja, ich hoffe, Sie hören mich alle klar und deutlich. Also auch von mir herzlich willkommen, von mir und Hecht Kontaktlinsen. Und sonnige Grüße aus Freiburg. Es ist sehr warm bei uns heute. Und ich freue mich, dass wir trotz dieser Umstände heute hierher zusammengefunden haben. Kai hat es schon gesagt. Ich bin auch Bachelor of Science. Ich habe meinen Abschluss vor 3 Jahren in Jena an der Hochschule gemacht und bin seitdem in der Anpassberatung tätig. Und neben meinen Tätigkeiten am Telefon gebe ich so wie heute Seminare, betreue die Hoch- und Meisterschulen und bin einmal in der Woche in der Anpassung und dort hauptsächlich für die Kinderbetreuung in der Myopieprävention verantwortlich. Ja, also ganz kurz so zu mir. Sie merken, mein Tätigkeitsfeld ist sehr abwechslungsreich. Genau. Wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein und ich würde Sie einfach mal zukommen lassen, was Sie eigentlich heute erwartet. Normalerweise ist es immer so, es ist ein interaktiver Austausch, geschuldet der Tatsache, dass wir das Ganze virtuell machen, wird es nicht ganz so interaktiv. Aber Sie haben natürlich jetzt trotzdem die Möglichkeit, die Fragen, die wir uns oder Ihnen während des Seminars stellen, direkt aus Ihrem Wissen und besten Wissen heraus mitzubeantworten. Und natürlich auch am Ende des Seminars haben wir unsere Chat-Funktion geöffnet. Das heißt, Sie können direkt die Fragen eingeben. Sie können die Fragen an uns direkt stellen. Und sollten der ein oder andere von Ihnen dann schon eine nächste Verbindlichkeit haben, dann können wir die auch im Nachgang gerne noch per E-Mail beantworten. Gut, dann würde ich sagen, wir starten erfahrungsgemäß, das hat sich eigentlich ganz gut etabliert, immer mit verschiedenen Tipps. Die Tipps sind wichtig, weil Sie im Umgang mit der täglichen Routine doch an der einen oder anderen Stelle vielleicht gefragt werden, wie ist denn der aktuelle Softwarestand beispielsweise oder wann wurde denn bei Ihrem Gerät das letzte Mal eine Referenzmessung gemacht? Und da ist jetzt ein relativ einfacher Punkt zu klären, was ich immer gerne frage. Vielleicht können Sie sich daran erinnern, wann Sie das letzte Mal eine Referenzmessung mit dem Keratograph durchgeführt haben. Ja, also es geht dann meistens so ein Raunen durch die Reihen, wo man sagt, okay, wann war das wirklich gewesen? Ist es jetzt ein Monat her? Sind es 3 Monate oder sind es 6 Monate her? In aller Regel empfehlen wir natürlich, dass man das monatlich einmal durchführt, weil letztendlich Sie dafür zuständig sind, dass sowohl die Technik die richtigen Messwerte ausspuckt, um dann natürlich im Umkehrschluss auch die korrekte Anpasskontaktlinse oder die korrekte finale Kontaktlinse zu bestellen. Und Sie gehen ganz einfach da vor, Sie öffnen einen beliebigen Kunden, gehen dann auf Einstellungen, Sie sehen es oben in der Menüleiste, dann auf die Referenzmessung und nutzen unser Referenzmessauge, was im Strahlengang sich befindet und lösen einfach diese Messung aus. Es kommt ein kurzes Hinweisfeld, dass die Referenzmessung in Ordnung war und am Ende können Sie dann einfach eine normale Topografie auf dieses Referenzauge durchführen, um sich zu überzeugen, dass Sie wirklich einen Radius von 8,0 mm vermessen haben. Dann ist es soweit von der Technik, von der Referenztechnik, Messtechnik in Ordnung und Sie können ganz entspannt mit dem Messen am Keratograph beginnen. Ein weiterer Tipp, das ist auch ein Punkt, wo ich sehr Wert drauf lege, ist natürlich,
der Softwarestand, den Sie aktuell bei sich installiert haben. Oculus liefert natürlich immer Software-Updates aus. Das heißt also, Sie werden, sofern Sie einen Kartograph von uns erworben haben, in einen Newsletter aufgenommen, werden dort angeschrieben, sobald sich Neuerungen einstellen. Es gibt ein kurzes Update, was genau letztendlich an Neuerungen zur Verfügung steht. Und Sie können einfach Ihre Software selbst testen, indem Sie in der Menüzeile auf Hilfe klicken, auf Über und finden dann dort Ihre aktuelle Versionsnummer. Momentan haben wir die 2.15R2 aktuell im Feld und vielleicht können Sie ja mal schauen bei sich, wenn Sie frühere Versionsnummern haben, 2.14, 2.10, dann einfach bei uns mit uns in Verbindung treten, damit wir Ihnen die kostenfreie Software, das Update zur Verfügung stellen können. Ja, das ist natürlich messtechnisch. Vanessa, wie sieht es denn aus bei euch? Genau, nach 2a folgt dann meistens 2b. Wo sehen Sie jetzt, welche Apex-Version wir aktuell oder welche Apex-Version Sie aktuell auf Ihrem Computer haben? Sie öffnen in Ihrem Keratografen einen Musterkunden, können dann oben in der Leiste über Darstellung, Kontaktlinsenanpassung auf den Hecht-Button gehen. Sie müssen dann es öffnet sich das Apex, also ein neues Fenster. Sie müssen dann auf formstabile oder weiche Linse klicken. Dann können Sie unten links das Feld Programminfo wählen. Das leitet dann so schön nach oben. Dann sehen Sie Apex Info und es öffnet sich ein neues Fenster, in dem dann oben links Ihre aktuelle Version steht. Also jetzt in dem Fall 1.2.1.3. Das ist die aktuelle Version, die wir haben. Sollten Sie die nicht haben oder zukünftig eine aktuelle Version downloaden wollen, Sie werden hier auch über den Kontaktletter informiert, dann können Sie das über unsere Webseite machen, ganz nach unten scrollen über Technik Support. Dort sehen Sie die aktuellste Version und dort können Sie sie auch direkt downloaden. Wunderbar. Noch ein Tipp, bevor wir dann komplett in die Theorie gehen. Und zwar, was auch sehr von Interesse ist, wenn es jetzt der Fall sein sollte, dass Sie vielleicht Messungen bei einem falschen Kunden angelegt haben, lassen sich diese relativ schnell verschieben. Das heißt also, Sie selektieren sich die falsch gemachte Messung unter dem falschen Kunden, wählen mit F6 eine Untermenü an, bei dem Sie dann den Zielpatient oder den Zielkunde auswählen können und verschieben schlicht und einfach diese Einzel- oder mehrere Messungen in die korrespondierenden zugeordneten Patienten. Das hat den Vorteil, dass genau wenn ich im Prinzip bei einem anderen vorhergehenden Kunden noch eine Messung durchgeführt habe, die aber nicht dort rein soll, relativ schnell und ohne großen Aufwand entsprechend zugeordnet werden kann. Gut, der Tipp ist erstmal genug. Wir haben also jetzt hier einige hoffentlich hilfreiche Hinweise, die Sie einfach mal prüfen können. Und wir steigen direkt ein beim Keratograph 5M. Wozu wurde er eigentlich entwickelt und was macht er aktuell? Ganz initial war der erste Keratograph 1995 als reiner Hornhauttopograph auf den Markt gebracht worden im deutschen Markt. Und natürlich hat sich dann auf Basis dieses Messprinzips über die Jahre hinweg einige Funktionen hinzugesiedelt, gerade im speziellen Bereich der Tränenfilmanalyse, gerade auch im speziellen Bereich der Aufnahmen von Bildern des vorderen Augenabschnitts, um hier wirklich präzise und detailgetreu relativ viele Aufnahmen direkt bei dem Kunden am Gerät aufnehmen zu können. Und jetzt sehen Sie hier eigentlich direkt mal eingeblendet, was der Topograph oder der Keratograph alles ermöglicht. Sie haben oben natürlich beginnend als Funktion die Topographie. Das heißt also, wir können hier über eine reine Messdarstellung verschiedene Ergebnis- und Auswertungsdisplay einblenden. Es gibt, was natürlich hilfreich ist, bei verschiedenen Anwendungstypen Verlaufsdarstellungen, die Sie einfach zeigen können und mit Ihrem Kunden dann gemeinsam eruieren können. Dann sind Sie im oberen rechten Bereich den ganzen Abschnitt des Tränenfilm-Scans. Und auch hier haben wir natürlich Unterpunkte eingebaut, um sowohl Quanti als auch Qualität relativ schnell zu überprüfen. Also mit der Tränenmeniskushöhenmessung, mit der Nickbutt-Messung und natürlich auch dann ein sehr spannendes Feld, wenn es darum geht, wie ist denn eigentlich der Tränenfilm aufgebaut, sich die Lipidschicht zu betrachten und auch die Tränenfilmpartikel genauer zu betrachten, um dann Rückschlüsse auf Material und auf weitere Parameter geben zu können.
Der Bulbe-Errötungsgrad setzt natürlich voraus, dass wir hardwaretechnisch eine Verkleinerung haben und ein größeres Bildausschnitt bekommen, um schlicht und einfach die Bulbe an Bindehautgefäße zu detektieren und auch automatisch zu klassifizieren. Das ist so eigentlich so eine ziemlich einzigartige Geschichte, die wir im Keratograph und im Hornhauttopograph umgesetzt haben. Ein weiterer entscheidender Punkt ist die Mammographie und normalerweise schaue ich dann immer in die Gesichter der Kunden und wenn man dann zum Thema Mammographie kommt, merke ich schon, das ist ein ungeliebtes Thema, aber eigentlich ist es wichtig zu betrachten, denn bei jeder Initialuntersuchung sollten Sie eigentlich, wenn Sie einen Kunden auf dem Stuhl sitzen haben, auch mal unter die Lider gucken, also unter das Unter- und Oberlid. Unabhängig dessen, ob das eine Mammographie ist oder einfach mit einer Spaltlampenkontrolle die Beschaffenheit der inneren Seiten der Augenlider betrachtet wird, um einfach auszuschließen, dass hier irgendwelche krankhaften Veränderungen vorhanden sind. Ein weiteres interessantes Spektrum ist natürlich die Pupillometrie. Pupillometrie ist eher so, so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil das Initial eigentlich eher so aus der Diagnostik kam, bei dem man im Prinzip die neuronalen Auffälligkeiten, die sich durch einen Pupillenreflex ergeben, erkennen konnte. Aber auch das hat sich jetzt über die Jahre gezeigt, gerade im Bereich Multifokallinsen ist natürlich wichtig zu wissen, wie im Prinzip wie das Pupillenspiel reagiert, um dann adäquat die korrespondierende Kontaktlinse auszuwählen und zu bestellen. Und der letzte Punkt, was wahrscheinlich bei Ihnen auch, der immer wichtiger wird, ist im Prinzip die bildgebende Darstellung, also dieses Imaging. Hier können wir dann Fluobilder ausmessen. Hier könnte man beispielsweise noch die Nahteilhöhen von bifokalen Kontaktlinsen simulieren, aber auch direkt verschiedene Beleuchtungsszenarien einstellen, um neben Fluoreszeneinstellungen hauptsächlich Bilder am vorderen Augenabschnitt zu detektieren, aufzunehmen und später dann natürlich mit dem Kunden zu besprechen und auszuwerten. Und all diese Module sind im Prinzip einzeln anwählbar. Man kann die natürlich dann, und da kommen wir am Ende noch dazu, in einem kompletten Stück abarbeiten, was sehr hilfreich ist, wenn es dann darum geht, dass ich gezielt und effektiv zügig zum jeweiligen Ergebnis komme. Hardware-technisch ist es natürlich so, dass wir vom Keratograph 4 zum K5 einen sehr großen Sprung gemacht haben. Es gibt ein erweitertes Beleuchtungssystem. Sie sehen es unten einmal aufgeführt. Wir sind komplett weg von der roten Ringbeleuchtung. Es ging zu einer weiß mit infraroten Mischbeleuchtung. Ja, das sieht man dann im unteren linken Bild, damit die Placido-Ringe relativ hell dargestellt werden können und von der Software auch gut ausgewertet werden können. Ein weiterer Punkt ist dann die insgesamt 6 Infrarot-LEDs, die dafür Sorge tragen, dass man bei Infrarot-Mammographie-Aufnahmen auch das entsprechende Areal erkennen kann. Sie sehen es im zweiten Bild, auch hier ist es wichtig, dass ich letztendlich mit einer adäquaten Beleuchtung auch diese Aufnahmen detektieren kann. Das Fluo-Imaging als Bild- oder Videoaufnahme ist jetzt auch im Prinzip nochmal verbessert worden beim K5 und zusätzlich gibt es am rechten Bild zu sehen unten 2 LEDs, die letztendlich einen vergleichbaren Spalt an der Spaltlampe simulieren, um einfach diese Partikel, die letztendlich über den Tränenfilm oder auf dem Tränenfilm schwimmen, direkt mit aufnehmen zu können. Neben der Beleuchtung haben wir natürlich auch einen Vergrößerungswechsel eingebaut. Sie müssen sich den vorstellen, vergleichbar dem an der Spaltlampe, lediglich mit etwas anderer Bezeichnung. Und zwar ist es so, wir haben hier, Sie sehen es bei einem, ich fange mal in der mittleren Spalte an, bei einer Vergrößerungseinstellung von 1,0 die Möglichkeit, verschiedene Bilder oder Teste durchzuführen. Das wäre zum einen die Topografie, weil logischerweise ich hier natürlich das komplette Hornhautareal brauche, dass die Placido-Ringe gut detektiert werden. Aber auch stellenweise der Tränenfilmscan wird in dieser Vergrößerung und auch die Imaging-Funktion wird in dieser Vergrößerung durchgeführt, um so einen generellen Überblick zu erhalten. Und jetzt kann ich natürlich davon abweichen. Ich kann zum einen im Prinzip bei Auswahl einer Verkleinerung, also sprich die Spalte 05, eine Bildvergrößerung erzielen.
die eingesetzt wird natürlich in erster Linie beim Rötungsgrad-Scan, um vollflächig dieses Bindehautareal zu detektieren, aber auch natürlich bei der Mammographie und bei jeglicher bildgebenden Darstellung, damit ich komplett eine Komplettübersicht über die über das vordere Auge inklusive der Augenlider, Wimpern direkt erhalte, um dann dort bessere Aussagen treffen zu können. Ich kann aber auch im Gegenzug das Ganze natürlich die Vergrößerung erhöhen. Damit verringert sich mein Bildausschnitt und kann dann sehr feine Details, gerade im Bereich der Lipidschichtbetrachtung oder auch im Bereich des Tränenfilmscans, wesentlich besser detektieren, um dann natürlich später die Auswertung ordnungsgemäß durchzuführen. Und im Vorfeld habe ich mir jetzt überlegt, ja, jetzt haben wir natürlich eine Menge an Messtechnik und an Hardwarefunktionen. Ist das überhaupt alles nötig? Wird das alles gebraucht? Ja, das wird's, denn ich habe mir mal im Vorfeld Gedanken gemacht, was denn eigentlich gemäß der ZVA-Arbeitsrichtlinie bei einer optometrischen Untersuchung alles durchgeführt werden muss. Und Sie sehen es, die Verfahren so einer Untersuchung eines am vorderen Augenabschnitts beinhalten auf jeden Fall den Tränenfilm, Punkt 1. Natürlich auch dann die angeschlossenen Augenlider und Wimpern, die Konjunktiva, also die Bindehaut, bis hin zur Hornhautbetrachtung. Und dort wird unter anderem auch die Topographie inklusive die Irisbetrachtung und die Pupillenbetrachtung mit aufgenommen. Und das Ganze habe ich jetzt hier bei uns einfach dahingehend dargestellt. Also alles zum Thema Tränenfilmscan sehen Sie im Schritt 1 mit den jeweiligen Unterpunkten. Ja, dann natürlich zu den Augenlidern und Wimpern gehört eigentlich auch die Mammographie. Das sehen Sie jetzt hier. Ja, das müsste man oder das sollte man an beiden Augenlidern durchführen. Die Rötung, um schlicht und einfach die limbale Bindehaut zu erkennen und anschließend die Topographie und Bilder und Bilder und Videos am vorderen Augenabschnitt und zu guter Letzt die Pupillometrie. Ja, das ist natürlich jetzt in der Theorie so. Und damit Sie es ein bisschen einfacher haben, brechen wir das Ganze auf einen Beispielkunden runter. Und unser Beispielkunde kommt aus Freiburg. Und ich würde jetzt wieder die Vanessa bitten, das Ganze am Beispielkunden zu erklären. Genau, also ich habe Ihnen jetzt für heute einen Beispielkunden mitgebracht, an dem wir dann auch die verschiedenen Tests bzw. die Auswertung uns anschauen können. Unser Beispielkunde ist auch Optikerin. Sie klagt über trockene Augen, nimmt aber keine Medikamente oder hat irgendwelche anderen Krankheiten. In ihrer Freizeit spielt sie Trompete in einem Musikverein, liebt die Fastnacht, trifft sich abends gern mit Freunden und fährt viel Fahrrad. Genau, und sie hat tatsächlich noch nie Kontaktlinsen getragen. Ja, und das aufgrund der Anamnese, die wir dann durchgeführt haben, starten wir jetzt erstmal mit den ganzen Tests, um dann uns zu überlegen, welche Kontaktlinsen geeignet sind und sie dann in die richtige Richtung beraten zu können. Genau, und an der Stelle müssen wir natürlich auch die Testreihenfolge, die vorgegeben war vom ZVA, ein kleines bisschen hinterfragen, einfach um die den pragmatischen Ansatz der Zeit nicht zu außer Acht zu lassen. Das heißt also, der Tränenfilmscan sollte logischerweise gleich am Anfang untersucht werden, weil wir eben hier nicht invasiv messen, nicht invasiv Tränenmeniskus und die Aufrisszeit betrachten. Aber im Anschluss dessen wäre es sinnvoll, wenn man komplett oder zunächst mit dem Rötungsgrad-Scan fortfährt, weil hier zwar schon eine Beleuchtung stattfindet, aber der Eindruck der Reflexsekretion durch das Umklappen von Oberlid und Unterlid noch nicht so stattfindet, wie es bei der Mammographie direkt passiert. Heißt also, hier mit dem Rötungsgrad angeschlossen und anschließend den Mammo-Scan durchgeführt, weil dann ziemlich invasiv natürlich auch eine Reizsekretion eintreten wird, wenn der Kunde dann anfängt zu tränen, um im Prinzip die Meibomdrüsen zu detektieren. Und danach kann man im Prinzip durch eine vernünftig hergestellten Oberflächenbenetzung ganz entspannt die Topographie von einem oder beiden Augen durchführen und dann anschließend die Bildgebung und die Pupillometrie. Also Sie sehen, es ist ziemlich gut entsprechend dieser Arbeitsrichtlinie aufgebaut, weil genau diese Schritte finden Sie dann auch bei uns in der Software wieder, entsprechend dieses Ablaufschemas. Und Sie können sich schlicht und einfach an diesem Ablaufschema entlanghangeln und durcharbeiten.
So. Und dann wären wir auch schon beim ersten Test. Das heißt, Tränenfilmscan und hier natürlich die Tränenmeniskushöhe. Natürlich wäre die Möglichkeit, das Ganze auch mit der Spaltlampe durchzuführen, aber entscheidend ist, durch die Beleuchtung an der Spaltlampe wird natürlich auch eine Veränderung des Tränenmeniskuses erzielt, durch das je nach Beleuchtungshelligkeit abgestrahlte Licht und die abgestrahlte Wärme. Und aus diesem Grund haben eben wir die Möglichkeit oder der Kardiograph die Möglichkeit, das Ganze im Infrarotlicht durchzuführen. Das heißt, der Kunde oder der Patient schaut entspannt auf einen Testmarkenpunkt. Es wird ein Infrarotbild aufgenommen und im Anschluss hat man die Möglichkeit, direkt unten an der Unterlidkante die Messmarken, um letztendlich einfach das Tränenvolumen auszumessen, zu setzen. Und man bekommt dann später noch sofort eine Zuordnung. Ist es in Ordnung? Ist der Grenzwert von 0,2 mm unterschritten oder ist der überschritten, sodass es hier keine Auffälligkeiten hinsichtlich der Tränenproduktion gibt? Der weitere Test wäre dann letztendlich die nicht-invasive Kardiograph Breakup Time. Das ist schlicht und einfach die Qualitätsmessung der Tränenfilmstabilität. Und ich habe Ihnen mal zwei Bilder mitgebracht. Sie sehen es unten links. Hier habe ich jetzt einen Kunden, der per se schon generell erstmal ein etwas gerötetes Auge hat, aber dennoch viele Bereiche auf der Hornhaut abgebildet hat, die sehr stabil sind. Das heißt, man sieht es hier im grünen Segment, einigermaßen stabile Areale des Tränenfilms, aber in gleichem Atemzug auch gerade so zwischen 11 und 5 Uhr auch einige Segmente, die relativ schnell aufgerissen sind. Und Sie sehen immer dann in der Software darunter direkt im Prinzip eine Graphdarstellung, der Ihnen dann zeigt, wann sind denn die ersten Segmente aufgerissen, wie ist der Mittelwert und wie stellt sich im Prinzip dieser Status quo bei dem Kunden letztendlich einfach dar. Und das Pendant dazu ist oben rechts. Sie sehen, ich habe sehr viele weiße, rote Segmente. Weiß heißt, es wurde eine gewisse Mindestmesszeit unterschritten und rot ist an der Stelle, sind bereits Aufrisse geschehen. Also das muss unmittelbar nach dem Blinzeln passiert sein. Und es wird bestätigt durch diesen Graph. Diese blaue Linie ist relativ steil, die steigt steil an. Und nach den ersten 4 bis 6 Sekunden erfolgt hier schon der Lidschlag und die Messung ist beendet. Zudem ist natürlich auch wichtig, dass man sich die Lipidschicht anschaut, einfach um zu sagen, okay, ich bin im nächsten Schritt auf der Suche nach der Ursache, warum ist denn bei dem Kunden eine sehr kurze Aufrisszeit, warum liegt denn so ein schneller Aufriss vor? Und da kann ich natürlich dann bei der Bewertung der Lipidschicht punkten, indem ich sage, okay, ich gucke mir vollflächig, wirklich vollflächig und nicht nur punktuell auf einer Größe von ca. 0,5 mm die Lipidschicht an. Ich habe hier natürlich eine Möglichkeit, das Ganze als Bild oder als Video aufzunehmen und kann es dann mit dem Kunden natürlich auch direkt bewerten und kann ihm Tipps geben, was anschließend zu wählen ist, wenn er eben gerade eine relativ dünne Lipidschicht hat, um diese zu schnelle Abtrocknung oder diese zu schnelle Verdunstung einzudämmen. Und zudem habe ich hier unten dann noch die Partikel. Das heißt also, ich kann mir auch die Fließgeschwindigkeit betrachten. Ist es eher ein visköser Tränenfilm? Ist es eher im Prinzip ein etwas wässriger Tränenfilm? Um hier dann Ausschluss auch auf die Materialkunde oder auf die Materialwahl bei der Kontaktlinse zu geben. Ich habe Ihnen jetzt nochmal zwei Videos mitgebracht. Die sind jetzt hier aktiv. Man sieht jetzt hier idealerweise ein paar Partikel über diese LEDs schwirren. Das sind im Prinzip unser Fließgeschwindigkeitstest. Und hier sehen Sie in dem unteren Bereich hier, wie dieses Farbenmuster über diese Placido-Ringe fährt. Und hier kann man dann natürlich direkt entsprechend der Klassifikation auswerten. Ist es eher ein dünner oder eher eine dicke Lipidschicht? So viel zur Theorie. Vanessa, wie sieht es bei unserem Beispielkunden aus? Genau, also bei unserer Beispielkundin haben wir auch natürlich erstmal mit dem Tränenmeniskus gestartet und wir sehen hier vor allem im zentralen oder im Zentrum, dass wir eher wenig Tränenfilm haben, also unter den eigentlichen 0,2 Millimetern, also eher weniger Tränenfilm. Und auf der nächsten Folie sehen wir dann die Aufrisszeit, den Nickwood. Und hier war die Aufrisszeit nach circa 9 Sekunden, aber nach 10 Sekunden wurde dann auch schon geblinzelt.
Also oder nach 12 Sekunden. Also da haben wir nicht so viel Ausmessareal gehabt. Genau, aber es spricht ja auch eher für schnelle Auffrisszeit, 10 Sekunden. Das ist gerade so an der Grenze. Bei der Lipidschicht, wir sehen hier eher eine dünnere Lipidschicht. Die Farben flossen nicht so schön über das Bild. Und auch beim der Tränenfilmdynamik auf der nächsten Folie sehen wir eher weniger Partikel. Genau. So, was sagt uns das jetzt alles? Welches Material wählen wir jetzt für unsere Kundin? Also eher Material mit einer guten Benetzung, später bei einer endgültigen Kontaktlinse. Und das gibt natürlich auch Aufschluss auf die Pflege, die ich meiner Kundin empfehle. Also eher für abends einen abrasiven Reiniger, das sowieso eine Aufbewahrungslösung. Ganz normal, eventuell sogar konservierungsmittelfrei. Und was man idealerweise zusätzlich mitgeben könnte, um die Benetzung gut zu machen, wäre dann ein alkoholhaltiger Reiniger. Genau. Also der Tränenfilmanalyse gibt wirklich Aufschluss über Material und Pflege, die ich meiner Kundin empfehlen kann. Und natürlich dann auch andere Zusatzprodukte. Sehr schön. Jetzt kommen wir mal zum nächsten Schritt. Im Prinzip dieser Richtlinie oder dieser Ablauffolge wäre jetzt der Rötungsgrad-Scan an der Reihe. Sie haben sicherlich schon gemerkt, jetzt kommt am Beispiel Montagmorgen, Sie schließen Ihr Geschäft oder die Praxis auf, es kommt jemand zu Ihnen, der hat ein sehr, sehr gerötetes Auge und Sie sehen es oder Sie hören es an meiner Bezeichnung, sehr, sehr gerötet ist natürlich immer subjektiv. Und die Schwierigkeit ist, diese Rötung zu kategorisieren und aus diesem Grund gibt es verschiedene Klassifikationsbögen, Klassifikationsschlüssel. Das wäre zum einen der CCLRU. Ja. Es gibt einen, den Efren Grading Scale aus Australien und natürlich auch ein deutscher, das ist im Prinzip dieser Jenvis-Klassifizierungsbogen. Und bei denen sehen Sie schon, die einzelnen Stadien werden gemäß des Schweregrades zugeordnet. Es gibt ein paar Schwierigkeiten, einfach daran begründet, dass die Art und Weise, wie diese Klassifikationsbögen entstanden sind, unterschiedlich sind. Der ganz linke basiert auf Spaltlampenfotografien, der mittlere schlicht und einfach auf einem gemalten und der rechte auf einem auf einer computerbasierten Auswertung. Wichtig ist auf jeden Fall zu sagen, dass Sie in irgendeiner Form die Klassifizierung immer nach demselben Schema vornehmen. Und wenn Sie allerdings klassifizieren, wird Ihr Kollege, Ihre oder Ihre Kollegin natürlich, wenn er oder sie mit da drauf schaut, komplett oder ziemlich anders argumentieren, wenn man sagt, na gut, das ist für mich aber statt Grad 1 der Grad 2. Und das hat halt diesen subjektiven Einfluss. Und hier ist die Frage, wie reproduzierbar ist das Ganze? Natürlich eher geringer und dementsprechend sind wir hergegangen und haben uns überlegt, wie können wir das automatisieren und zwar in der Form eines Automatismus, eines Auswerteareals mithilfe der Software. Und Sie sehen, es wird im Prinzip ein Bild aufgenommen, bei dem die kompletten Bindehautgefäße erfasst werden. Dieses Bild wird dann zerlegt in einen limbalen Bereich und in einen kompletten Bereich. Und in diesem Bereich wird jeweils nasal und temporal der Gesamtrötungsgrad als Zahlenwert bestimmt. Und es kann eben dann ausgewertet werden, wie rot entsprechend genau dieses Klassifikationsbogens ist denn jetzt das Auge? Also wir gehen jetzt her und nehmen beispielsweise diesen Jena-Fragebogen und in der Software wird direkt zugeordnet, dass genau dieses obere Bild, also die Aufnahme von dem Kunden, zur korrespondierenden Schweregradstufe kategorisiert wird. Und das war ein Fall, das war ich selbst, das hatte ziemlich höllisch geschmerzt, ja. Hier sieht man dann den generellen Überblick. Hier den limbalen Bereich. Nichtsdestotrotz sind alle Werte, die letztendlich so im Bereich 0 bis 1 sind, eigentlich mehr bei normalen, augengesunden Kindern auf. Bei Erwachsenen ist durchaus der Zustand zwischen Grad 1 bis 2. Aber alles, was eben dann ab Grad 3 und höher ist, ist dann schon pathologisch und bedarf natürlich dann auch einer weiteren Abklärung. Genau. Der Rötungsgrad bei unserer Beispielkundin liegt hier bei 1,3. Also wenn wir das jetzt dem Rötungsgrad der Skala zuordnen, genau, liegt es zwischen 2 und 3. Und Kai hat es richtig gesagt, das ist eigentlich alles dann im normalen oder im Bereich des in Ordnung. Grad 0 kommt eher selten vor. Bei Kindern haben wir das ab und an mal. Bei den Kleinen.
bei den Kleinen, das stimmt. Aber klein ist ein Stichwort. Wir haben jetzt bei dem Bereich Mammographie natürlich zu untersuchen, warum ist denn beispielsweise der Tränenfilm oder trocknet der Tränenfilm ab? Und da habe ich nur einen ganz kurzen Exkurs. Es gibt amerikanische Veröffentlichungen, bei dem auch schon Teenager an einer Maibohm-Drüsen-Dysfunktion leiden. Und dementsprechend sollte man auch frühzeitig natürlich auch die Maibohm-Drüsen betrachten und Änderungen relativ schnell detektieren und dokumentieren, damit man dann im späteren Verlauf genau einschätzen kann, okay, wie kritisch wird denn die ganze Situation? Die Maibohm-Drüsen, ich habe es nochmal theoretisch dargestellt, bilden letztendlich das Maibohm, also im Prinzip die Lipidschicht, die äußerste Schicht vom Tränenfilm. Und das ist im Prinzip die Schicht, die Fettschicht, die dafür verantwortlich ist, dass das Ganze, die Abtrocknung oder die Verdunstung verhindert wird. Wenn logischerweise kein Lipid da ist, dann kann auch nichts die darunterliegende Mucin-Wassergemischschicht abdecken und es findet eine relativ schnelle Ausdunstung statt. Und wie sieht es jetzt bei der Maibographie aus? Natürlich müssen wir das Oberlid umklappen, es muss ektropioniert werden, sowohl oben als auch unten. Einfacherweise zugegebenermaßen geht es natürlich am Unterlid, aber man muss auch bedenken, dass aufgrund der Tatsache, dass unterschiedliche Drüsen an den Lidern vorhanden sind, mindestens auch das Oberlid betrachtet werden muss, denn ich hatte es auch schon praktisch gehabt, am Unterlid sah alles in Ordnung aus, alle Drüsen waren vollständig da, aber das Oberlid hatte über 50% Ausfälle hinsichtlich der Drüsen. Und ich zeige Ihnen jetzt einfach mal ein Bild. Das sind jetzt diese Infrarotaufnahmen. Die linke Spalte, das ist ein normaler Befund. Die rechte Spalte, das sind Auffälligkeiten. Und Sie sehen es hier. Ziel ist, dass ich im Prinzip alle diese Drüsen bewerte nach Länge, Verschlängelung und nach eventuell ausgefallenen Arealen. Im rechten Bild sehen Sie hier, man könnte sich schon fast hier eine Art virtuelle Linie denken. Alles unterhalb dieser Linie ist im Prinzip weg. Das heißt, dort ist kein Maibohm-Drüsengewebe mehr vorhanden. Diese Drüsen sind verkürzt und dementsprechend auch eingeschränkt in ihrer Funktion. Und gleiches Spiel am Unterlid. Das heißt, ich habe hier so eine typische Verschlängelung von einer dieser Drüse und in einzelnen Stellen bilden sich schon so eine Art schwarze oder dunkle Areale, die darauf schließen lassen, dass hier das Drüsengewebe ausgefallen ist. Wichtig ist immer noch ganz kurz zu sagen, dass ich das Ganze natürlich über die Zeit aufnehme, um zu sehen, wo sich dann Änderungen einstellen. Genau, bei unserer Beispielkundin sehen wir hier am Unterlid ist alles schön gerade, es ist alles vollständig. Im oberen Bereich könnte man sich gerade eben wie bei dem Kunden in der Folie davor auch fast schon eine Linie denken. Also man sieht hier auch, dass es hier verkürzt ist. Genau, also ein bisschen Ausfälle scheinen wir hier zu haben. Genau. Und jetzt haben wir schon so viel diskutiert und erläutert, was eigentlich die Benefits von den einzelnen Messmodulen sind. Es ist auf jeden Fall eine Menge an Aufnahmen und Bewertungen, die Sie durchführen können. Und wir sind im Prinzip auf dieser Basis hergegangen und haben versucht, Ihnen das so einfach wie möglich zu gestalten, indem Sie nämlich einen umfassenden Report nehmen, nämlich diesen Jenvis Pro Dry Eye Report. Das Pro steht für Professional, das heißt also Sie als professioneller Kontaktlinsenpasser und Optometrist können hier ganz einfach alle Messungen nacheinander aufnehmen und können dann im nächsten Schritt die Auswertungen, also sprich die Klassifizierung, Sie sehen es jetzt hier in dem oberen Bereich, die Klassifizierung vornehmen, je nach Schweregrad von normal bis sehr kurz oder extrem, deswegen auch rot gekennzeichnet. Und Sie können dann basierend auf sogenannten Unterkategorien, also sprich, ich betrachte mir genau den Tränenfilm, ich betrachte mir genau die Lider und die Lidkante, entsprechende Handlungsempfehlungen geben, die Sie dann hier unten eingeblendet sehen. Und die lassen sich dann im Prinzip zusammen mit den Bildern und mit den Videos Ihrem Kunden erörtern. Und es hat ein Stück weit Aufklärungscharakter. Denn Aufklärung, gerade beim Thema trockenes Auge, ist immer wichtig, weil eben auch der Kunde oder auch der Patient mitmachen muss. Er muss mitspielen. Wenn die Compliance nicht vorhanden ist, wird das ein sehr zäher Auftrag. Und an dem Punkt können Sie mit Bildern und Videos gut ansetzen und die Aufklärung bei Ihrem Kunden ziemlich gut vorantreiben.
Gut, und da wären wir natürlich jetzt zum Drehenfilm eigentlich durch. Sie sehen schon, es hat relativ lang gedauert, bis wir erstmal da sind. Aber alleine das hat natürlich essentiellen Charakter, um jetzt die Topografie durchzuführen. Und im Video sehen Sie es schon. Da wir halt heute leider keine Geräte präsentieren können, habe ich Ihnen das Video mitgebracht. Für diejenigen unter Ihnen, die die Topografie tagtäglich nutzen, ist das nichts Neues. Das ist ein ganz gängiges Verfahren. Sie folgen lediglich diesem Navigationssystem, bis Pfeile erscheinen. Und wenn die Pfeile da sind, löst er in aller Regel automatisch aus. Ja, es wird dann im Prinzip das Auge vermessen. Die Radien werden vermessen. Es kommt dann anschließend ein Auswertebild. Und Sie können das Ganze dann ganz entspannt aufs linke Auge schieben und wiederholen das Ganze am linken Auge. Das schauen wir uns noch kurz an. Auch hier wieder die Länge der Pfeile geben Ausschluss darüber, wie weit Sie noch zu fahren haben. Und sobald das rote Kreuz in der Mitte ist, wird automatisch ausgelöst. Und damit ist die Topografie Messungen an und für sich eigentlich schon durchgeführt. Ja, natürlich ist es wichtig, dass ich direkt im Übersichtsbild bekomme, was ich brauche für eine vernünftige Kontaktlinsen oder für eine vernünftige Bewertung der gegebenen Parameter. Das heißt, ich habe erstmal die flachen und die steilen Hornhautradien. Ich bekomme im Prinzip den kornealen Astigmatismus angezeigt, sowohl im flachen als auch im steilen Meridian. Das sehen Sie dann hier unten in unseren farbskalierten Werten, blau und rot. Ich habe den Hornhautdurchmesser, der mir abgebildet wird. Und ich bekomme auch gleich hier in der Mitte, das finde ich sehr interessant, so ein kleines Bildchen dargestellt und kann mir einen ersten Eindruck verschaffen, habe ich einen Astigmatismus inversus, rectus oder vielleicht sogar obliguus, um dann dementsprechend auch die Wahl der Kontaktlinse anzugehen. Weiterhin habe ich dann auch noch hier Parameter wie Hornhautdurchmesser, Pupillendurchmesser, die Apex-Position im Vergleich zum Pupillenmitte. Und das wird dann immer im kartesischen Koordinatensystem als XY-Wert angegeben. Und rechts natürlich sehen Sie das dann auch als Farbkarte, als Farbbild. Und Sie können es so interpretieren, wie Sie es gewohnt sind. Ob als sagittale Krümmung, als tangentiale Krümmung oder eventuell auch als reflektiver Brechkraftwert. Genau, also wenn Ihr Keratograph, der Keratograph sollte idealerweise automatisch auslösen. Umso trockener das Auge ist oder umso komplizierter die Hornhaut ist, umso schwieriger hat es der Keratograph. Bevor Sie jetzt anfangen, das Ganze manuell auszulöschen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie benetzen erstmal das Auge nach mit einer Nachbenetzung, warten einen ganz kurzen Moment. Oder was auch sehr gut funktioniert, ist eine dünne, weiche Tageslinse, also in den Stärken 0,5, 0,25, ist egal ob Plus oder Minus. Und dann sollte der Keratograph automatisch auslösen. Diese Werte sind immer noch genauer, als wenn Sie es manuell auslösen. Wenn Sie gar keine Möglichkeit haben, dann natürlich auch manuell ausgelöst. Aber das sind im Grunde zwei Hilfsmittel, die uns gut zu einer automatischen Auslösung helfen. Genau, bei unserer Beispielkundin hat es zum Glück gut automatisch ausgelöst. Und hier sehen Sie in dem grün hinterlegten Kästchen die Werte, die wir zur Kontaktlinsenanpassung benötigen. Also wir schauen uns rechts erstmal das Auswertungsareal an, also wie viel wurde ausgemessen. Man schafft eigentlich keine 100%, aber knapp 70% ist in Ordnung. Und dann brauchen wir die zentralen Radien flach und steil, also flach die blauen Werte, steil die roten Werte. Wir gucken uns die dazugehörigen Achsen an. Also wir haben hier den flachen in 8 Grad, also ein Rectus vom Astigmatismus her. Und zum Auswahl der ersten Kontaktlinse auch die Gesamtexzentrizität hier mit 0,59. Genau, jetzt haben wir natürlich relativ schnell eine Übersicht über das Auge bzw. über die Hornhaut. Es lässt sich aber noch eine Menge mehr herausfiltern. Und zwar gibt es dort unterschiedliche Darstellungsformen. Zum einen habe ich jetzt hier Ihnen die Fourier-Analyse mitgebracht. Ich möchte es nicht in ethnischer Breite erläutern. Es geht nur darum, dass Sie verstehen, was die Software macht. Und zwar macht die Software Folgendes.
dieses oben links dargestellte Bild, also dieser Keratokonus oder diese massive Versteilung der Hornhaut, wird schlicht und einfach mathematisch in unterschiedliche Bereiche zerlegt. Und diese unterschiedlichen Bereiche bilden dann natürlich auch unterschiedliche Farbkarten wieder ab. Das heißt, man sieht hier unten im Prinzip nach der ersten Ableitung eine Karte, die im Prinzip die Dezentration darstellt. Die erste Karte, die im Prinzip das sphärische Äquivalent erkennen lässt. In der zweiten Karte die Dezentration. Die dritte Karte ermöglicht uns die Darstellung des kornealen Astigmatismus. Und die letzte Karte ist dann die Darstellung der restlichen Fehler, die zusammengefasst in dieser Karte dargestellt werden. Warum wir das jetzt betrachten, warum das wichtig ist, da kommen wir jetzt gleich dazu. Und zwar an unserem Beispielkunden. Genau, also in der Kontaktlinsenanpassung schaue ich mir in der Fourier-Analyse die sphärische Komponente und den regulären Astigmatismus an. Die sphärische Komponente sagt mir, ob eine Hornhaut verspannt oder entspannt ist, also zum Beispiel gerade nach exzessiven Weichlinsen tragen. Kann es sein, dass die Hornhaut verspannt ist. Das heißt, wenn wir dann mal eine Linsenpause machen und die Hornhaut sich wieder entspannt, kann sich dieser Wert auch verändern. Das heißt, wenn ich zentral in die Mitte klicke, erscheint ein Wert und den kann ich nach außen ziehen. Und der sollte idealerweise immer nach zum Rand hin flacher werden. Bei unserer Kundin sieht alles entspannt aus. Also können wir hier gut mit einer Linsenanpassung starten. Und beim regulären Astigmatismus interessiert mich, ist der Astigmatismus gleichmäßig in der Stärke und verläuft er vom Zentrum zur Peripherie in der gleichen Achse? Und abgesehen von leichten Abweichungen haben wir hier doch einen sehr gleichmäßigen Astigmatismus bei unserer Beispielkundin. Also ist zum Beispiel wichtig für torische Anpassungen. Genau, da kommen wir jetzt dann nachher gleich nochmal drauf. Der nächste Schritt wäre natürlich, wenn wir die Fourier-Analyse um eine Ebene erweitern. Tatsächlich könnte man dann sagen, in der Zernike-Analyse betrachtet man einfach die Wellen, also das Licht als auftreffende Wellen an jeder beliebigen Grenzschicht. Da zählt natürlich dann der Tränenfilm dazu, die Hornhaut, Vorder- und Rückfläche und natürlich auch dann alle weiteren Grenzflächen, die im Auge sich befinden. Und idealerweise wird natürlich das Licht in einen Punkt gebrochen. Nur, was ist bei einem biologischen Gewebe schon ideal? Es gibt sogenannte Abweichungen von der Norm und diese Abweichungen werden eben als Aberrationen dargestellt, Wellenfrontfehler. Und zudem werden diese nochmal kategorisiert in Wellenfrontfehler niedriger Ordnung, also diese Low-Order Aberrations, oder eben aber auch Wellenfrontfehler der höheren Ordnung. Das sind also dann die Zernike-Polynome höher des Zernike-Grads 3. Das Gute ist natürlich, dass Sie sehen es gerade im Prinzip im Bereich der niedrigeren Ordnung, 86% aller dieser Aberrationen mit Brille oder Kontaktlinse korrigierbar sind. Das heißt also, fällt in Ihr Ressort, Sie können das relativ gut abfangen. Die höheren Ordnungen in Summe sind natürlich dann nur 15% und die kann man natürlich nicht mit der Brille oder Kontaktlinse direkt korrigieren. Hier müssen dann andere Ansätze gewählt werden, refraktivchirurgische Ansätze, um das direkt mit zu korrigieren. Aber man sieht hier, es ist wichtig, weil gerade einzelne, auch höhere Wellenfrontfehler verschiedene Einflüsse haben, was ihnen dann der Kunde oder ihr Kunde schildert. Beispielsweise eine erhöhte Blendempfindlichkeit oder aber auch eine Kontrastschärfe-Reduktion, wenn der Kunde so einen erhöhten Wellenfrontfehler vorliegen hat. Das macht im Prinzip der Keratograph auch, aber wir gucken uns das Ganze jetzt direkt am Beispielkunden wieder an. Für uns in der Kontaktlinsenanpassung sind eigentlich nur zwei Werte wichtig. Einmal unten rechts der Aberrationskoeffizient. Bei normalen Augen liegt dieser bei 0. Liegt etwas am Auge vor, zum Beispiel das Auge ist verspannt oder wir haben ein Krankheitsbild wie Keratokonus oder so, dann liegt er immer über 1. Also es gibt entweder 0 oder über 1. Und dann ist er auch rot hinterlegt. Bei unserem Beispielkunden ist er jetzt 0, weiß hinterlegt, also scheint alles in Ordnung zu sein. Und dann kann man sich noch den Max-Wert unten anschauen, unten links. Sie wählen dazu den Punkt 322 Astigmatismus aus in der langen Liste.
Und manchmal ist es so, Sie als Anpasser sagen, ich brauche auf jeden Fall eine torische Rückfläche, aber das APEX sagt, torische Flächen, Rückfläche nicht empfohlen. Dieser Maxwert ist der Wert, den das APEX zugrunde liegt. Also liegt er über 40 μ, dann schlägt er Ihnen eine torische Linse vor. Liegt er unter 40 μ, jetzt wie bei unserem Beispiel Kunden, empfiehlt er eine rotationssymmetrische Kontaktlinse. Also nur wenn Sie sich fragen, woran es liegen könnte, dass er Ihnen was anderes vorschlägt, als Sie sich überlegt haben, könnte es an diesem Wert liegen. Und jetzt ist natürlich die Zusammenfassung essentiell, denn wenn Sie schon sagen, okay, ich gucke mir alle Parameter an, wird das dann auch gerade in der Beschreibung beim Kunden sehr umfangreich. Und diese Zusammenfassung stellt sich bei uns in Form eines topografischen Keratokonus Screenings Display dar. Na, genauso wie der Name sagt, haben Sie im Prinzip in der Menüleiste unter Darstellung genau den gleichnamigen Eintrag. Früher war das Ganze mit Indizes beziffert und das macht Folgendes: aus dieser mathematischen Zerlegung erkommen im Prinzip 8 einzelne Indizes, die mit einer Normdatenbank verglichen werden, und sobald die aus der Norm herausfallen, werden die gelb oder rot dargestellt, und es gibt sogenannte Hilfetexte. Das sind so kleine Dreiecke, auf die Sie klicken können, wo nochmal genau beschrieben steht, was ist denn jetzt genau dieser Wert, was bedeutet der und wo ist der Grenzwert, warum fällt der jetzt im Prinzip raus aus der Norm und ist dann rot dargestellt. An meinem Fallbeispiel sehen Sie jetzt mal im unteren Bereich, ich habe im Verlauf über mehrere Jahre bis zu 5 Aufnahmen, sowohl vom rechten als auch vom linken Auge, und man kann es unten rechts gut erkennen, einzelne Parameter sind anfänglich noch weiß, also da war es noch in Ordnung, und dann sind sie umgesprungen zu einem roten auffälligen Wert. Das heißt also, diese Auffälligkeit, dieser Keratokonus war progressiv über eben eine gewisse Anzahl an Jahren. Dann sind wir natürlich wieder in der Diskussion, ist das, wie schnell geht das? Lässt sich eben genau hier relativ gut damit erkennen. Und ein weiterer Punkt ist natürlich auch die Darstellung des Grades des Keratokonus, also welche Auffälligkeit das Ganze hat. Dahingehend, dass ich die Parameter auswerte, also wie ist der Visus mit Kontaktlinse, wie ist der Visus mit Brille, wie wird der ISV, Keratokonusindex, KI abgebildet. Und Sie sehen in der letzten Spalte noch, gemäß dieses Amsler-Muckenhirn-Schemas auch die Darstellung, was auftreten könnte, wenn Sie im Spaltlampenbild diese jeweilige Hornhaut betrachten. Aber jetzt haben wir einen weiteren Tipp erstmal für Sie, Vanessa. Genau, also häufig werden wir gefragt, gibt die Krankenkasse was dazu oder was soll ich der Krankenkasse einschicken? Das ist fast das Einzige, was die Krankenkasse in diesem Fall interessiert, ist der R-Min, der Ihnen hier relativ in der Mitte von der ganzen Liste angezeigt wird. Liegt dieser unter 7, gibt die Krankenkasse eigentlich was dazu. Liegt er über 7, müssen schon andere Dinge noch vorliegen. Also für die Krankenkasse ist der R-Min entscheidend. Den müssen Sie schicken. Also hier muss auf jeden Fall der Ausdruck mit rangehängt werden. Wenn wir jetzt weitergehen, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, Verlaufsdarstellungen, was ich eingangs gesagt habe, gut abzubilden. Das heißt, ich will, wenn ich gezielt Hornhaut verändern möchte, wie beispielsweise hier in einem Orthokeratologiefall, genau die Unterschiede erkennen zwischen erster, zweiter und dritter Messung. Das lässt sich gut darstellen in verschiedenen Displayformen. Also man sieht jetzt hier gut, wie dieser zentrale Bereich abgeflacht wurde. Und das ist natürlich auch hilfreich für den jeweiligen Kunden oder Probanden zu sehen, ob in erster Linie die Behandlung oder sagen wir mal die Anwendung erfolgreich war. Jetzt sind wir natürlich mit der ganzen Messtechnik im ersten Schritt durch, und jetzt würden wir gerne einfach mal die Kontaktlinse anpassen, weil wir jetzt an unserem Beispielkunden ja hinreichende Parameter vorliegen haben, und da übergebe ich gleich nochmal das Wort an die Vanessa. Jo, also genau, unsere Kundin kam ja für eine Kontaktlinse, das heißt, wir setzen ihr jetzt mal eine Kontaktlinse auf. Wenn Sie über Darstellung, Kontaktlinsenanpassung gehen, dann erscheint dann im nächsten Bild unten rechts dieser Hecht-Button, und wenn Sie auf den klicken, öffnet sich unser APEX-Programm. Sie sehen dann links alle unsere Geometrien. Sie können dann auf formstabile Linse klicken, und der Keratograph schlägt Ihnen eine erste Linse vor, die er aufgrund der Werte errechnet hat. Sie könnten natürlich auch Ihre eigenen Linsen bestimmen. So, mal ganz kurz nochmal zur Auffrischung. Hier sind unsere 3 Grundgeometrien. Unsere 3 Grundgeometrien, KA, BIAS und die ASCON. Und für uns in der Anpassung, wenn wir eine Linse simulieren, sind diese Graphen wichtig.
Also wie das ideale Flurbild aussehen sollte, erkennt man hier am Graphen. Und auch blau ist wieder der flache, rot ist der steile Meridian der Kontaktlinse und schwarz, also unten die Linie, ist im Grunde ihre Hornhaut. So, bei unserem Kunden habe ich uns auch mal was simuliert. Normalerweise schieben sie das Bild, jetzt die Linse im nächsten Bild dann zentrisch. Ja, Kai kann auch, genau. Ich habe es ein bisschen dezentriert geschoben, damit der Graph unten gleichmäßiger aussieht. Und wenn wir es dann nochmal, ich habe mich hier für einen Ascon entschieden, kurz zur Erinnerung, die Exzentrizität lag bei 0,59. Genau, ob jetzt Ascon oder Bias, das ist manchmal eine Frage, was man gerne oder lieber anpasst oder was in der Simulation besser aussah. Und wenn ich es jetzt nochmal mit der Folie davor vergleiche, wie die Ascon aussehen soll, noch eins davor. Genau, also wir haben, sehen Sie am rechten Bild, diese sollte parallel liegen zur Hornhaut und dann nach außen hin nach oben gehen. Also wie so Skispitzen nach oben. Und das sehen wir auch in unserem simulierten Flurbild. Noch eins weiter, genau. Also wir haben zentral eine parallele Auflage bis circa 6 bis 8 Millimeter unten am Graphen und dann geht der Rand wie Skispitzen nach oben. Genau, und die Linse habe ich meiner Kundin bestellt und aufgesetzt. Und genau dann, wenn die Linse wieder eintrifft und Sie Linse aufsetzen, dann haben Sie natürlich den nächsten Schritt zu bewerten, wie ist der Sitz, wie ist die Zentrierung, Stabilisierung eventuell. Und das machen Sie natürlich gewohnt mit Fluoreszen und unter der Spaltlampe oder aber natürlich auch mit dem Kartograph, weil hier die Funktion dieses des Fluo-Bilds oder Fluo-Videos eingebettet ist und man relativ komplett die Darstellung, die Dokumentation für den jeweiligen Kunden oder auswählen kann. Ja, Sie nehmen also, wie Sie es mit der Spaltlampe kennen, Fluoreszein in Form eines Streifens, applizieren das auf die Bindehaut und lassen dann mit Hilfe des Fluo-Bilds und integrierten Gelbfilter sich einfach die Fluo-Bilder oder Videos anzeigen. Und Sie können aber darüber hinaus noch zusätzlich Bilder aufnehmen, wenn Sie vielleicht hinsichtlich des Linsensitzes eine Auffälligkeit haben oder Sie sehen es auch dann rechts, wenn Sie weitere Auffälligkeiten während des Tragens erkannt haben, vielleicht sind irgendwelche Gefäßabgrenzungen sehr deutlich sichtbar, was man natürlich nicht hofft, aber zumindest hat man eine Möglichkeit, das Ganze bildmäßig sehr präzise, sehr gut zu dokumentieren und auch im Nachgang natürlich dann für die weitere Anpassung der Linse aufzuschreiben und auszuwerten. Jetzt kämen wir natürlich an eine Stelle, wo ich sage, jetzt wären Sie dran, Sie sind auch nach wie vor dran, einfach mal mitzudenken. Ich habe Ihnen zwei Bilder mitgebracht. Das eine wurde mit dem Kartograph aufgenommen, nämlich genau unter dieser Fluo-Bild-Einstellung und das andere mit einer Spaltlampe. Ich würde Sie einfach mal bitten, kurz zu überlegen, welches der Bilder wurde denn mit Kartograph aufgenommen, Bild 1 oder Bild 2. Und ich stelle mir jetzt Ihre Handzeichen vor, nur leider kann ich es nicht sehen. Ich denke aber, dass Sie natürlich auch dafür stimmen, dass das rechte Bild, also das Bild 2 mit dem Kartograph aufgenommen wurde, eben wegen des fehlenden Glühwendelreflexes auf der Vorderseite der Linse. Die Anpassung selbst spielt jetzt hier erstmal keine Rolle, ob das linke ein bisschen zu steil ist, das rechte mit zu viel oder zu wenig Fluo-Bild oder Spülung, sei erstmal dahingestellt. Was wir hier eigentlich zeigen wollten, ist, dass man ziemlich gut direkt aus dem Kartograph heraus diese Bilder und Videos aufnehmen kann. Man kann zum Beispiel auch dann den Push-Up-Test machen und sieht, wie die Linse vom Oberlid freigegeben wird. Es ist eine Menge Dokumentationsmöglichkeiten mit diesem Tool, die man direkt dem Kunden dann auch zuordnen kann. Genau, und bei unserem Beispielkunden habe ich links jetzt nochmal das simulierte Flurbild und rechts das reelle. Und man sieht eigentlich schön, dass die Linse simulierte genauso aussieht wie das reelle Bild. Und lustigerweise sitzt die Linse auch so wie im simulierten Bild, also etwas nach außen dezentriert. Wir haben ein schönes Auflageband zentral und oben und unten. Und da die Linse Bewegung hat, wenn die Kundin blinzelt und sie auch nicht gestört wird, lassen wir die Linse so. Und wie Sie im nächsten Tool gerade genau sehen, können Sie auch die Stabilisation der Linse messen. Also diese Linse hat Strichmarkierungen drauf.
Sie können direkt das Bild, das Sie aufgenommen haben, dann, genau, da können Sie dann oft mit verschiedenen Tools Sachen ausmessen. Und hier die Stabilisation, die liegt bei 7 Grad nasal nach oben. Und da es ein linkes Auge ist, Sie sehen oben links, dass da nasal steht, ist es also 163 Grad nach Tavo. Sehr schön. Unsere Beispielkundin. Genau, bei der Beispielkundin. Und jetzt sind wir eigentlich schon an dem ziemlich finalen Schritt, dass wir uns auch nochmal die Pupillometrie angucken. Wir haben natürlich initial schon bei der Topografiemessung den Pupillendurchmesser mit aufgenommen. Das ist ein Status quo. Man kann aber on top noch direkt betrachten, okay, wie reagiert denn jetzt die Pupille unter unterschiedlichen Blend- und Reizeinflüssen? Das heißt also, wir haben verschiedene Möglichkeiten, beispielsweise Blenddauern, Blendintensitäten auszuwählen. Man sieht dann im Live-Bild, wie das Pupillenspiel für ca. 60 Sekunden reagiert. Und man kann dann im Nachgang vergleichen, wie ist der Unterschied zwischen rechten und linken Auge oder aber auch, wie sind die Unterschiede bei verschiedenen Messzeitpunkten. Der Vorteil an der Geschichte ist natürlich, ich habe so einen minimal-maximalen Durchmesser, wenn es gerade darum geht, brauche ich eventuell eine multifokale Kontaktlinse, welche optischer Zonendurchmesser muss hier gewählt werden. Und somit kann ich ja wesentlich besser dem Hersteller auch angeben, was genau benötigt wird. Ein weiterer Punkt ist hier natürlich auch Auffälligkeiten neuronaler Art. Das heißt also, ob eventuell Nervenbahnen geschädigt sind, wenn ich im nahezu gleichzeitigen oder direkten aneinanderschließenden Vergleich rechtes und linkes Auge vergleiche. Und was natürlich auch wichtig ist, ich kann mir natürlich das Pupillenspiel betrachten, wenn es darum geht, wie ist denn auch die, wie wird denn später auch beispielsweise eine Zone von einer Orthokeratologie-Kontaktlinse sitzen müssen, um eventuell, wenn es dahin gehen sollte, dezentrierte Optikzonen auf jeden Fall mit dem Hersteller besprechen zu können. Und jetzt sind wir aber eigentlich schon ziemlich tief in Spezialfällen. Und die Vanessa hat uns jetzt nochmal was mitgebracht, gerade beim Bereich Orthokeratologie. Und ich glaube, Vanessa, das ist jetzt ein ziemlich spannendes Feld. Genau, also ich bringe ein paar Spezialfälle, nicht nur Ortho-K, also gehen auch mal ganz kurz auf Konus und Transplantat gleich ein. Zu unserem Spezialfall für die Ortho-K-Linse habe ich mal noch einen zweiten Beispielkunden mitgebracht. Er war da zur Myopieprävention, er ist gerade 15, hat beidseits -4,25 und spielt total gerne Fußball. Und wir haben es hier erstmal mit einer normalen großen BIAS versucht, die Sie ja vielleicht gleich auf der nächsten Seite sehen können. Genau, erstmal hier nochmal die Ausgangstopografie. Also wir sehen hier einen schönen Astigmatismus rectus. Die Werte waren erstmal alle unauffällig. Genau, und wie gesagt, ich habe dann über das APEX-Modul eine große BIAS simuliert. Den sehen Sie hier. Die Myopie-Präventionslinse bei uns heißt MyLife. Die bekommen Sie entweder als BIAS oder BIAS-F. Ich habe sie ganz normal nach dem Schema angepasst. Und dann ist immer die Frage, also bei der Myopie-Präventionslinse haben Sie zentral die Ferne und dann nach außen hin aufbauend die Nähe, um diese Bildschale vor die Netzhaut zu bekommen. Und wie wähle ich das Profil aus, wie stark diese Nähe oder dieser Nahbereich ist? Das mache ich im Grunde. Ich schaue an, wie war die Progression im letzten Jahr, mehr oder weniger als -0,5. So, die BIAS saß eigentlich schön und der Kunde, unser Teenager, hat gut gesehen, aber sie störte natürlich beim Fußball und beim Sport. Und deswegen haben wir es mit einer Ortho-K, mit einer Übernachtlinse versucht. Kannst du noch mal eine Folie zurückgehen, bitte? Genau, also hier geben Sie im Grunde, also bei uns ist die Ortho-K die C-Free-Linse, die können Sie über das APEX-Modul anpassen. Sie geben oben die Brillenrefraktion mit HSA ein, Rückenaufkorrektionswert berechnen und dann schlägt er Ihnen automatisch eine Linse vor. Genau, und die können Sie dann auch über den Flu-Button sich auf der nächsten Folie simulieren. Genau, und das ist die Linse, die er heute trägt noch. Er war dann ein halbes Jahr später zur Kontrolle da. Und bei der Topografie sehen wir dann, wie das Flurbild ausschaut, das Topografiebild ausschaut. Also wir haben hier eine schöne Ringauflage in der Mittelperipherie. Es sieht ein bisschen nach unten dezentriert aus. Er wurde dazu angehalten, dass sich ein
wenn er sie einsetzt, ein bisschen nach oben zu schieben. Ansonsten ist er sehr zufrieden. Die Stärke passt weiterhin, deswegen kann er sie noch ein halbes Jahr tragen, bis wir die Linse sowieso austauschen müssten. Genau, und der Vorteil unserer Linse ist, dass sie über das Apex jeden Parameter individuell bestimmen können. Also sie kriegen zwar eine vorgeschlagen, aber wenn sie zum Beispiel die Ds kleiner oder größer ziehen möchten, können sie das individuell über das Apex bestimmen. Genau, unser zweiter Spezialfall ist ein Keratokonusfall. Genau, wir hatten vorhin über Keratokonus-Klassifikation gesprochen. Hier wird unten rechts, hat man gerade den Wert 3 gesehen, der war rot hinterlegt. Wenn Sie das Apex öffnen, fragt er Sie, Keratokonus Stadium 3, möchten Sie also Kontakt-Keratokonus-Anpassung bestätigen? Sie klicken auf Ja. Sie können sich Ihre Linse simulieren oder überlegen. Er schlägt Ihnen hier auch eine Linse vor und das ist dann die simulierte Linse. Wir sehen zentral, hebt sie gut ab. Wir haben mittelperiphere Auflage und dann einen schönen breiten Randbereich. Also eine ideale Bilderbuchanpassung für eine Keratokonuslinse. Und bei unserem dritten Spezialfall Transplantat. Sie sehen rechts, bei Transplantaten hat man häufig viele schöne Farben in der Übersichtsdarstellung. Der Keratograph tut das auch als abnormal klassifizieren unten rechts. Genau, und nachdem wir hier in dem Fall schon einige andere Linsentypen versucht hatten, mit groß, porig und so weiter, sind wir dann auf eine quadrantenspezifische Linse gegangen. Und das ist unsere Linse, bei der Sie die meisten Parameter individuell bestimmen können. Meist passt man sie erst an, wenn Sie andere Linsenarten schon ausprobiert haben, aber einzelne Quadranten noch nicht ganz passen und nur, was weiß ich, nasal muss die Linse enger angelegt werden, dann können Sie diesen Quadrant enger ziehen. Und ich hatte es vorhin schon mal gesagt, wenn wir Glück haben, dann passt das reelle Flurbild zum simulierten Flurbild, weil das macht uns natürlich die Anpassung einfacher. Und hier sieht man das eigentlich schön, dass es ganz gut einigermaßen zusammenpasst. Sehr schön. Also selbst bei den komplexen Linsen sieht man hier ganz gut, dass sowohl die Flu-Simulation als auch mit den realen Bildern übereinstimmt. Und an der Stelle würde ich jetzt direkt nochmal zu einem nächsten Tipp für Sie kommen. Einige von Ihnen werden es schon nutzen, dem einen oder anderen scheint es wahrscheinlich doch nicht geläufig zu sein. Und zwar können Sie natürlich aus dem Keratograph heraus Untersuchungen verschicken. Sie können einzelne Untersuchungen verschicken, Sie können mehrere Untersuchungen verschicken, um dann natürlich an mit Ihrem Ansprechpartner bei Hecht beispielsweise diese Werte zu betrachten, auszuwerten und um dann natürlich auch die nächsten Schritte einzuleiten. Das heißt also, Sie wählen die Kunden aus, gehen auf Export oder Untersuchung exportieren und können es dann als U12-Datei ganz entspannt an eine E-Mail dranhängen und dem Service Center zu Hecht schicken und zukommen lassen. Ja, genau. Und gerne telefonieren wir dann auch über Ihre Anpassfälle, simulieren zusammen mit Ihnen etwas. Genau, also da freuen wir uns. Und wenn Sie da Fragen haben, auch gerne nochmal anrufen. Über unser Apex-Programm können Sie sich auch individuelle Weichlinsen simulieren. Ja, Hecht macht tatsächlich auch individuelle Weichlinsen. Hier ist es tatsächlich so, dass wir dem folgen, was das Apex uns als erstes vorschlägt. Also auch in der Anpassberatung nehmen wir das, was das Apex uns als erstes vorschlägt. Sie können dann über den CL-Berechnen-Button Ihre Stärke eingeben und sie direkt aus dem Apex heraus bestellen. Und wenn wir schon bei Weichlinsen sind, würde ich sagen, schließen wir eigentlich unseren Vortrag fast ab. Und zwar ist natürlich bei den formstabilen Kontaktlinsen generell die Versorgung der Hornhaut mit Sauerstoff gewährleistet durch den kontinuierlichen Tränenfilmaustausch. Bei den Weichlinsen etwas reduziert, weil die natürlich als Barriere auf der Hornhaut und stellenweise auch auf der Bindehaut aufliegen. Und da ist es umso wichtiger, dass natürlich die Hornhaut ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird, damit hier keine Probleme entstehen. Und es gibt im Prinzip in der Literatur Veröffentlichungen, ab wann ein Sauerstoff-Mindestwert erreicht werden muss. Das heißt also, wir sprechen hier von sogenannten DK-Werten. Diese wiederum werden natürlich dann auf die
Stärke der Linse angepasst und zusätzlich berechnet. Und damit man sich überhaupt vorstellen kann, was jetzt ein DK-Wert von kleiner als 26 Hektopascal oder größer gleich 94 Hektopascal ist, hat sich die Firma Oculus dafür entschieden, das Ganze zu visualisieren. Und ich glaube, Sie sehen es, es spricht für sich. Wenn Sie einen DK-Wert haben, der natürlich, oder eine Linse haben mit einem sehr geringen DK-Wert, die früheren Hydrogelmaterialien, die sind dann in dem Bereich des grenzwertigen Versorgung mit Sauerstoff. Wenn es aber darum geht, dass im Prinzip Materialien gewählt werden, die größer 94 Hektopascal haben, dann sind die natürlich auch geeignet für nicht nur für Langanhalten des Tages, sondern eben aber auch über Nachttragen. Und genau diese Linsen sind von den führenden Herstellern bei uns in der Kontaktlinsendatenbank drin. Sicherlich wird die ein oder andere noch fehlen, wenn Sie da mal reingucken. Das lässt sich eben dann ganz gut nutzen, um natürlich auch dem Kunden wieder aufzuklären, wenn Kontaktlinse und wenn weiche Kontaktlinse, doch bitte ein sehr gutes Material wählen, um individuell die bestmögliche Sauerstoffversorgung zu gewährleisten, um langanhaltendes, gesundes Kontaktlinsentragen zu gewährleisten. Ja, damit sind wir eigentlich fast durch. Ich scroll noch mal ein paar Punkte als kleine Zusammenfassung für Sie auf. Das heißt also, wir haben natürlich mit dem Kerdograph die Möglichkeit, relativ schnell und intuitiv die erste Wahl der Kontaktlinse zu selektieren oder auszusuchen. Man kann auf Basis der Tatsache der einzelnen Messoptionen und der Zusammensetzung des Tränenfilms direkt auch auf die Materialien und Pflegeprodukte schließen. Es hilft ungemein in der Aufklärung, in der Befunddokumentation und Ich glaube, man hat schon gemerkt, dass man die Kundenkommunikation oder das Kundenverständnis, auch wenn es darum geht, dass der Kunde im Prinzip bei verschiedenen Sachen mitarbeiten muss, wesentlich besser darstellen kann, als wenn ich es nur im Prinzip auf der Karteikarte habe. Es ist ein Beratungstool. Es sollte also nicht einfach nur im stillen Kämmerchen stehen. Man kann direkt damit dem Kunden aufklären und beraten. Und wir hoffen natürlich, dass sich dann am Ende auch das Ganze in ihrem monetären Vorteil irgendwann darstellen wird. Und an der Stelle bedanke ich mich erstmal ganz recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Erstmal vielen Dank, Vanessa, nach Freiburg. Wir sind jetzt noch einen Moment da. Wenn Sie Fragen haben sollten, können wir die jetzt noch im Chat beantworten. Ich bekomme den gleich eingeblendet. Und an der Stelle, wie gesagt, vielen Dank. Und wenn Sie Fragen haben, scheuen Sie sich nicht einfach bei der Firma Hecht oder bei uns anzurufen, um dann natürlich adäquat Hilfe zu bekommen. Es gibt eine Frage nach der Präzision der Auswertung, wenn also im Prinzip die Auslösung bei der Topografie, nehme ich mal an, dezentriert durchgeführt wird. Ich habe natürlich dann definitiv ein reduziertes Auswerteareal, Fakt 1. Fakt ist aber, dass alleine schon wenn ich manuell auslöse, die Ergebnisse nur dann abgebildet werden, wenn wirklich die Keratometer-Testmarken, also das sind die drei, insgesamt sechs horizontalen Punkte, überhaupt scharf detektiert werden können, abgebildet werden können. Und erst darüber erfolgt dann letztendlich die Ergebnisdarstellung. Und natürlich muss man darauf achten, wenn das extrem weit abweicht, wird irgendwann auch ein Hinweis kommen, dass diese Messung nicht verwertbar ist. Das heißt also, generell empfehlen wir, zu bewerten, was das Areal sagt, dieses ausgewertete Areal, und im schlimmsten Falle direkt entweder bei uns anzurufen, dass wir uns damit aufschalten und zugucken können, wo es Probleme gibt. Das ist übrigens auch noch ein kleiner Tipp. Also ich glaube, vielleicht auch für die Firma Hecht, wenn Sie Fragen haben sollten oder an irgendeiner Stelle nicht weiterkommen, wenn dort Bedarf steht, können wir uns natürlich gern dazuschalten und dann direkt Ihre Fragen live vor Ort mit beantworten. Ja, dann bleibt nur noch mal an der Stelle mich zu bedanken. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Und wie gesagt, wenn Sie Fragen haben sollten, scheuen Sie sich nicht, wenden Sie sich an die Frau Wahl, an die Firma Hecht oder an mich. Auf ein baldiges Wiedersehen, dass wir uns vor Ort wiedersehen. Und bis dahin, bleiben Sie gesund. Tschüss.